und dann Jugendtraining gesehen habe, 90 Minuten Trainingseinheit, glaube ich, ein- oder zweimal die Woche nur. Und dann war ich in der Halle und dann ging es los mit Schuhhockey am Anfang. Lustiges Spiel, kenne ich auch noch von früher, ja, oder Fußball vielleicht, was ja auch noch viel gespielt wird. Dann wurde danach noch wieder im Kreis mobilisiert und noch ein Stabi. Dann wurde angefangen mit Bällen zu dribbeln und Bälle hochwerfen. Ich sage nicht, dass das vom Grundsatz her schlechte Dinge sind oder Dinge, die jetzt jemanden schaden würden oder wehtun, aber es hat, glaube ich, 35 Minuten gedauert, bis das erste Mal irgendwas mit Volleyball passiert ist. Und wenn ich das natürlich sehe, bei 90 Minuten, einmal die Woche, 35 Minuten kein Volleyball, dann ist irgendwas verkehrt. Also da gibt es nichts, was so wichtig ist wie Volleyball spielen in dem Moment. Und ich glaube, man kann Dinge machen, eine Erwärmung machen, die spielerisch ist, die lustig ist, wo schon Ballkontakte drin sind, wo ich für Volleyball was mitnehme. Aber das ist das Allerwichtigste. Also selbst bei uns, selbst ich kriege schon Bauchschmerzen, wenn ich mir denke, ah, wie lange haben wir jetzt eine Erwärmung, wo nichts mit Volleyball drin ist und ich trainiere 5, 6, 7 Mal Ball in der Woche. Deswegen, wenn jemand 1, 2 Einheiten hat, Volleyball, Volleyball, Volleyball.